Für Hannover 96, die ganze Saison wird jedes einzelne Spiel, sollte ein Abschiedsspiel sein für ihn. Und um ihn zu ehren, um ihnen halt nochmal die letzte Ehre zu erweisen. Und das sollte die ganze Saison sein. Und die Mannschaft muss jetzt an Herz fassen und Charakter zeigen, denke ich. Ja. Wir haben Ihnen den Termin ja schon frühzeitig mitgeteilt, wollten nur jetzt da auch noch einmal darauf aufmerksam. Das Pokalfinale kommt in Bremen. Ich will jetzt nicht sagen, Hannover glauben wir eigentlich nicht in die Relegation. Ich möchte Sie bitten, Theresa, wir wünschen dir alles Gute und bleib bei uns. Deswegen würde ich Sie bitten, das zu respektieren, das ist eben von unserer Seite auch. Also, wenn er akut depressiv war, dann war das schon eine schwere Zeit. Das ist klar, weil ihm auch der Antrieb gefehlt hat und die Hoffnung auf baldige Besserung und weil es natürlich auch die Schwere darin bestand, das Ganze nicht in die Öffentlichkeit hinauszutragen und weil es ein ausdrücklicher Wunsch war, aus Angst seinen Sport, unser Privatleben und alles zu verlieren. Wer immer ein offenes Wort hatte für unsere Fans, für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Hauses, Hannover 96. Ich war immer dabei, ich bin zum Training gefahren die letzten Male und habe ihn immer begleitet und wollte ihm einfach helfen, das durchzustehen und hat ihm auch immer gesagt, wir können andere Hilfe auch in Anspruch nehmen, wie die Klinik. Aber er wollte es nicht aus Angst, dass es rauskommt. Individuelles Training stattfindet, das heißt, jeder Spieler kann, darf selbst entscheiden, wie er mit dieser Trauer. In seinem Abschiedsbrief entschuldigte er sich bei dem Angehörigen und dem Behandler für die bewusste Täuschung über seinen seelischen Zustand der letzten Tage, die notwendig war, um seinen Selbstmordplan verwirklichen zu können.